Gehörst du auch zu den Menschen, die dem Freund oder der Freundin bei einem Misserfolg sanft auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, mach dir nichts draus, das war einfach nicht dein Tag, beim nächsten Mal läuft es garantiert wieder besser. Wenn dieser Misserfolg aber dir selbst passiert, ja, dann ist der Teufel los, dann machst du dich so richtig fertig. Wie kann dir das passieren? Du bist sowas von dämlich, nicht mal das kriegst du hin. Wenn ja, solltest du unbedingt 10 Minuten in dieses Video investieren, denn was du da tust, ist im Grunde nichts anderes als Mobbing. Mobbing gegen dich selbst. Mit den gleichen negativen Konsequenzen. Warum das so ist, das erkläre ich dir jetzt und natürlich auch, wie du diese negativen Selbstgespräche in nur 2 Schritten stoppen kannst und liebevoller mit dir umgehen kannst. Mein Name ist Katharina, ich bin promovierte Psychologin und mehrfache Bestseller-Autorin und habe unter anderem auch Bücher darüber geschrieben, wie man sein Selbstwertgefühl steigern und fürsorglicher mit sich umgehen kann. Auf diesem Kanal zeige ich dir alles, was du wissen musst, um dir ein glücklicheres und erfüllteres Leben aufzubauen. Und das ist ganz sicher eins, in dem du dich nicht selbst zerfleischst und ständig in Grund und Boden kritisierst. Wenn das spannend für dich klingt, dann abonniere diesen Kanal, dann verpasst du kein Video mehr und wir sehen uns hier jede Woche wieder. So, jetzt aber zum Thema. Hier noch vorweg, Selbstgespräche erstmal an und für sich sind was völlig Normales. Für den einen oder anderen mag das vielleicht befremdlich sein, aber sie sind vollkommen normal und menschlich und sie sind sogar hilfreich. Sie helfen uns dabei, Gedanken zu ordnen, unsere Gefühle zu sortieren, Ereignisse zu verarbeiten und das alles besser für uns zu strukturieren. Sie können also durchaus unsere Konzentration und auch Leistungsfähigkeit erhöhen. Aber die inneren Dialoge können auch ganz schnell problematisch werden. Und zwar immer dann, wenn wir gewohnheitsmäßig zu hart mit uns ins Gericht gehen, wenn wir uns eben übermäßig kritisieren, wenn wir uns als Person abwerten, statt die Sache zu reflektieren. Dann können die inneren Dialoge nämlich ganz schnell so aussehen. Boah, bist du fett und hässlich? Kein Wunder, dass dich keiner will, so wie du aussiehst, wirst du sowieso nie jemanden finden. Oder nicht mal das kriegst du hin, du taugst wirklich zu gar nichts. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Diesen Job, den wirst du doch niemals kriegen, du bist viel zu dämlich dafür. Ganz schön brutal, oder? Ich meine, mit anderen würden wir doch niemals so reden. Beziehungsweise, wenn wir es täten, dann wäre das Mobbing. Mobbing ist wiederholtes, regelmäßiges Schikanieren, Demütigen, Verletzen. Und nichts anderes tun wir uns ganz oft selbst an. Und um das nochmal klar zu sagen, Mobbing ist eine Form von psychischer Gewalt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das schweren psychischen Schaden anrichten kann. Wie heftig ist es da eigentlich, dass wir das uns selbst ganz oft antun? Denn ob uns das jetzt andere sagen oder wir selbst, der Effekt ist im Grunde der gleiche. Unser Selbstwertgefühl, das sinkt in den Keller. Wir fühlen uns schrecklich, wir fühlen uns minderwertig. Das beeinträchtigt ja auch unser ganzes Verhalten und führt dann dazu, dass wir uns irgendwann gar nicht mehr heraustrauen, weil wir uns lieber verstecken wollen, weil wir nicht wollen, dass andere mitbekommen, wie schlecht wir sind und weil wir sowieso nicht an uns glauben und nicht daran glauben, dass wir den Traumpartner, Partnerin finden könnten oder den Traumjob oder das Traumleben. Was also tun? Tja, im Grunde genau das Gleiche, was auch von Fachleuten bei Mobbing empfohlen wird, nämlich dem Täter so früh wie möglich Grenzen zu setzen, zu sagen, stopp! Nicht mit mir, bis hierhin und nicht weiter. Einhalt zu gebieten, klar zu machen, dass du so nicht mit dir umgehen lässt und dass du dieses Verhalten nicht dulden wirst. Und genau das Gleiche solltest du auch tun, wenn du der Täter und die Täterin bist, also wenn du dir das selbst antust. Stopp sagen. Jedes Mal, wenn du dich bei diesen Gedanken erwischt, wenn du merkst, oh, jetzt bin ich gerade wieder in dieser, es ist ja so eine Spirale, die dann losgeht, in der man sich selbst abwertet, in der man sich schlecht redet. Jedes Mal, wenn du das bemerkst, ich sage mir gerade wieder diese Sachen, sag Stopp. Stell dir ein riesengroßes, rotes, leuchtendes Stoppschild vor, das meinetwegen direkt vor deinen Kopf gehalten wird. Und du kannst dabei in die Hände klatschen, du kannst schnipsen, du kannst es laut sagen, du kannst es innerlich schreien. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Letzten Endes geht es nur darum, dass du ein möglichst deutliches Signal hast, das nämlich dann diesen automatischen Gedankenfluss unterbricht. Und im zweiten Schritt stell dir bitte einen liebevollen Begleiter, eine liebevolle Begleiterin vor. Das ist quasi der Gegenpart zu dem inneren Kritiker in unserem Kopf. Wir alle kennen den inneren Kritiker, ne, der uns halt kritisiert und fertig macht und runterredet. Und du brauchst jetzt einen Gegenpart, eine gute Fee, eine liebe Tante. Das kann eine reale Person sein. Vielleicht hast du da jemanden, weiß ich nicht, eine Oma, zu der du einen ganz tollen Kontakt hast oder einen tollen Mentor aus deiner Schule von früher oder irgendjemand, an den du denkst, der dich halt auch wirklich im echten Leben sozusagen immer
ja immer unterstützend an deiner Seite war. Es kann aber auch eine fiktive Person sein. Du kannst dir da irgendwas ausdenken, wie eine kleine Fee oder Elfe auf deiner Schulter oder irgendwie ein weiser Mönch, der dir was ins Ohr flüstert oder so. Such dir einfach etwas, was sich für dich stimmig anfühlt. Dieser liebevolle Begleiter übernimmt jetzt quasi den Part eines besten Freundes oder einer besten Freundin. Sagt also genau die Dinge, die man eben lieben Menschen gegenüber sagen würde. Das heißt, der nimmt dich vielleicht schon mal so ein bisschen in den Arm, der legt sanft seine Hand auf deine Schulter, der begleitet dich durch schwierige Situationen, der tröstet dich, der gibt dir Zuspruch, der redet dir gut zu. Und es hat nichts mit Lügen oder Schönreden oder irgendwas, Dinge ins Gegenteil verkehren oder so zu tun, sondern es ist einfach diese mitfühlende, tröstende, liebevolle Haltung. Stopp gerne jetzt mal direkt das Video und schreib mir unten in die Kommentare, wer oder was dein liebevoller Begleiter, deine liebevolle Begleiterin sein kann. Und jetzt möchte ich dir auch gleich nochmal ein Beispiel aus dem Alltag mitgeben, damit du ein bisschen, ja, deutlicher verstehst vielleicht, was ich damit meine. Stell dir vor, ich glaube, ganz viele kennen das. Du stehst morgens vorm Spiegel und dir gefällt nicht, was du siehst und du wertest dich ab. Sofort geht dieser Gedankenkreislauf, diese Spirale, dieser Teufelskreis geht los und du sagst dir vielleicht so Sachen wie: Oh Gott, wie siehst du wieder aus? Falten hier, Augenringe bis nach Timbuktu und Falten und kein Wunder, dass es mit dem und dem neulich nicht geklappt hat. So wie du aussiehst, will dich sowieso keiner. So wirst du nie jemanden finden und etc. pp. Weil wenn der Stein erstmal ins Rollen gekommen ist, dann geht es ja von da aus immer weiter. Sobald dir das auffällt, stopp. Erinnere dich daran, meinetwegen auch gerne, was ich gerade sage, dass das Mobbing ist, dass du dich gerade selbst mobbst und fertig machst. Stell dir dieses riesige Stoppschild vor, rotes, dolles, lautes Stoppschild. Schrei es innerlich, klatsch in die Hände, sag Stopp! Du kannst dir auch, um diesen Mobbing-Aspekt vielleicht noch so ein bisschen zu verdeutlichen, du kannst dir auch so ein kleines Bild dazu vorstellen, sowas wie so Situationen. Ich denke jetzt gerade an so typische amerikanische Highschool-Filme, wo ein Kind ins Schließfach gesteckt wird oder man zieht an den Haaren oder man. Ich weiß nicht, da werden diese Schilder hinten auf dem Po befestigt mit Tritt mich, Kick me oder sowas. Stell dir irgendwie so eine Kleinigkeit vielleicht vor. Und jetzt ist Auftritt liebevoller Begleiter, liebevolle Begleiterin. Vielleicht eben deine verstorbene Oma, zu der du aber einen super Kontakt hattest. Und an die denkst du jetzt. Und die kommt sozusagen jetzt in diese fiktive Situation. Die hilft dir aus dem Schließfach raus. Die richtet deinen Zopf, wenn da an den Haaren gezogen wurde. Die entfernt sanft das Schild, dann legt sie den Arm um dich und sagt: Ja, kein Wunder, dass du Augenringe hast bei all den Problemen, die dich derzeit belasten. Komm, wir legen erstmal zwei Gurkenscheiben drauf, das kühlt und ist schön angenehm. Und dann überlegen wir mal gemeinsam, was wir gegen Problem XY tun können. Das ist einfach der Part, den eine beste Freundin, den ein bester Freund übernehmen würde. Und daran siehst du auch nochmal, es geht hier wirklich nicht darum, irgendwas dir vorzulügen. Der liebevolle Begleiter, der kommt nicht und sagt: Mensch, du bist großartig, du bist der Tollste, du hast überhaupt keine Augenringe, du siehst bombastisch aus. Das wäre überhaupt nicht hilfreich in der Situation, weil du dir das ja auch gar nicht glauben würdest. Der liebevolle Begleiter, der redet nicht schön, der ist einfach nur liebevoll. Der begegnet dir einfach nur mitfühlend und nimmt dich in den Arm und tröstet dich und schenkt dir sozusagen dieses Mitgefühl und diese Liebe, die du dir eben selbst schenken sollst. Wenn du das gerade zum ersten Mal hörst, dann, ja, kann ich mir vorstellen, dass das Ganze auch ein bisschen abgefahren und komisch klingt. Ich bitte dich trotzdem, dich mal darauf einzulassen und das auszuprobieren. Es sind tatsächlich alles beide Schritte, Techniken, die in Psychotherapien eingesetzt werden. Das erste, dieses Stoppsignal, das ist nochmal, es dient wirklich nur dazu, diesen automatischen Gedankenfluss zu unterbrechen, dich rauszuholen, dich wieder bewusst zu machen und zu merken, was du da gerade tust, ne? Und das zweite, der liebevolle Begleiter, die Oma, die dich dann in den Arm nimmt, das ist ein Hilfsmittel, was dir helfen soll, diese liebevolle und mitfühlende Haltung einzuüben, damit du sie dir eben selbst geben kannst. Also du gibst sie dir ja selbst sozusagen über den liebevollen Begleiter. Und es hilft dir einfach nur, das zu machen, weil es ja ganz, ganz schwer ist am Anfang, gerade wenn man eben sich nicht besonders gut leiden kann, irgendwie gut und freundlich mit sich zu reden und umzugehen. Und deswegen kann es hilfreich sein, das sozusagen im Kopf so ein bisschen auszulagern und es einer anderen Person zuzuschreiben, die einen so behandelt. Das Ganze kann also sehr viel bringen, aber es braucht natürlich auch Zeit. Das funktioniert nicht von heute auf morgen, denn du musst dir das so vorstellen: Diese negativen Selbstgespräche, die sind ja automatisch, die laufen gewohnheitsmäßig ab und die laufen wahrscheinlich auch schon seit einigen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten ab.
Das ist wie eine Playlist, die du dir in deinem Kopf selbst angelegt hast. Und bestimmte Auslöser, ein Misserfolgsereignis, vielleicht der Kommentar von jemand anderem, der Blick in den Spiegel, das sind alles Auslöser, die diese Playlist in Gang setzen. Und dann geht die Selbstzerfleischung los. Mit dem Stoppsignal stoppst du ab jetzt diese Playlist. Du nimmst die Schallplatte raus, du drehst den Sound ab. Und mit dem liebevollen Begleiter lernst du Schritt für Schritt, dir selbst liebevoll und mitfühlend zu begegnen. Und das wird deine Stimmung verändern, das wird dein Verhalten verändern, das wird deine Motivation verändern, das wird dein Selbstbild verändern. Denn ein negatives Selbstbild, Selbstzweifel, Minderwertigkeitskomplexe, das ist kein Schicksal. Die hast du durch negative Aussagen im Grunde erworben und die kannst du auch wieder verändern. Du kannst die Ursachen verstehen, du kannst dir bewusst werden, du kannst Glaubenssätze hinterfragen, reflektieren, du kannst neue Gewohnheiten einüben, dein Selbstvertrauen stärken und, und. Wie das alles genau geht, das erkläre ich dir Schritt für Schritt in meinem E-Book Starkes Ich, mein Weg zu mehr Selbstwertgefühl. Da findest du auch einen Übungsheft zum Selbstcoaching mit 30 praktischen Übungen darin, um das nicht nur in der Theorie zu verstehen, sondern um tatsächlich eben dein Selbstbild zu verändern, um dein Selbstwertgefühl zu steigern und mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Das kostet gerade mal so viel wie ungefähr 2 Kinobesuche mit Popcorn, hat aber im Gegensatz dazu durchaus das Potenzial, dein Leben für immer zu verändern. Ich verlinke es dir unten in der Infobox. Schau gerne vorbei. Und ansonsten hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat, hilfreich war. Über einen Daumen nach oben freue ich mich und Liebe in den Kommentaren sowieso immer. Bis zum nächsten Mal.